Hallo. Ja, ich wollte jetzt auch ein Video machen zu dem Frankfurt-Treffen am 23. Oktober, wo ich ja auch war. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr schön, euch alle mal zu treffen oder Leute wiederzusehen, die ich schon kannte. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch so berührt auch davon, dass Leute mich erkannt haben und zu mir gekommen sind und Fotos mit mir machen wollten und ich finde das alles Wahnsinn. Also danke nochmal an alle, die da waren. Großen Dank an Mira, die das alles organisiert hat, also Funny Pilgrim. Und ja, auch ich wollte jetzt erstmal damit anfangen, euch zu zeigen, was ich an Geschenken bekommen habe. Also ich finde es so süß, dass ja, also ich hatte natürlich auch Geschenke, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich von anderen, die ich nicht so richtig kenne oder die man noch nie gesehen hat, echt, dass die mir was schenken. Ja, also ich bin immer noch sehr verzaubert. Okay, ich fange mal an. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich bin nämlich abends nach Hause gekommen am Sonntagabend und habe alles direkt weggeräumt, weil ich das nicht haben kann, wenn das hier alles noch irgendwo rumliegt. Und ich war auch sehr kaputt und wollte den Abend in Ruhe genießen. Wir hatten ja ein bisschen Stress in Frankfurt, muss ich sagen. Wir hatten ein, das war unglaublich. Also wir hatten ein Vierer-Apartment gebucht. Die Satin Taupe, die Maumaus, die Woodgreen 106 und ich. Also Pia, Franzi, Sarah und ich. Und auf dem Foto von dem Hotel, das war das Residenzhotel in Frankfurt, auf dem Foto waren es zwei abgetrennte Räume. Und da waren halt jeweils ein Doppelbett drin. Nun sind wir da angekommen und irgendwie sollten wir dann ins City Hotel und hatten plötzlich ein Doppelzimmer mit einer reingestellten Klappcouch. Es war fürchterlich eng in dem Zimmer mit vier Leuten. Das muss man sich mal vorstellen. Vier Leute in einem Doppelzimmer, was normalerweise auf zwei Leute ausgelegt ist. Ja, es roch nach Rauch. Also das war ein Raucherzimmer und wir sind alle Nichtraucher. Wir hatten auch Nichtraucherzimmer gebucht eigentlich. Es war Schimmel in der Dusche. Also es war nicht, wie gesagt, es war nicht das, was wir gebucht hatten. Also sind wir zur Rezeption gegangen, haben ein bisschen diskutiert mit dem guten Mann dort an der Rezeption. Der wollte uns aber weder ein zweites Doppelzimmer geben, noch, also er wollte schon, aber wir sollten extra zahlen. Das wollten wir natürlich nicht, weil wir hatten ja ein Vierer-Apartment gebucht und kein Doppelzimmer. Unser Geld wollte er uns auch nicht wiedergeben. Letztendlich haben wir dann beschlossen, zur Polizei zu gehen, weil wir einfach nicht wussten, was wir machen sollten und die fürchterlich nette Polizei aus Frankfurt hat uns dann geholfen und ist für uns nochmal dahin gegangen und hat dafür gesorgt, dass wir ein zweites Doppelzimmer kriegen. Ohne Aufpreis. Und uns war schon ein wenig mulmig, wieder zurückzugehen in dieses Hotel, weil wir uns ja mit dem Typen an der Rezeption gestritten haben. Aber naja, letztendlich haben wir gewonnen. Wir waren dann auch tatsächlich auch in diesem Residenzhotel, was wir gebucht hatten. Und die Zimmer sahen dann schon viel besser aus. Zwar auch nicht perfekt, also wir hatten einen Tisch im Zimmer, der übelst gewackelt hat. Von meiner Nachttischlampe, die Steckdose war nicht geschützt, also der Stecker ging einfach so in die Wand rein. Also wenn ich da nachts reingefasst hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Schlag bekommen. Ja, eine Lampe ging gar nicht, die Fernbedienung ging auch nicht, aber naja. Ja, also es war schon ein wahnsinniger Trip für mich. Auf der Rückfahrt habe ich auch noch meinen Anschlusszug verpasst und musste dann in Köln am Bahnhof irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten, weil mein Zug Verspätung hatte. Deutsche Bahn, ne? An dem Tag hatten, glaube ich, aber fast alle Züge Verspätung, weil auch als ich hier angekommen bin bei uns zu Hause, stand überall Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung. Also es war. Ich war froh, als ich zu Hause war. Muss ich wirklich sagen, ich war irgendwie 4 Stunden unterwegs, obwohl ich eigentlich nur 3,5 unterwegs sein sollte. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich länger unterwegs, als ich dachte und ich war völlig fertig, als ich nach Hause kam. Trotz allem muss ich sagen, es hat sich gelohnt, weil ich so viele nette Menschen treffen durfte. Und ja, jetzt zeige ich euch meine Geschenke.
Und zwar habe ich bekommen. Moment, wie viele Minuten bin ich denn? Fünf. Und zwar habe ich bekommen von der Pia, also Set and Taupe, einen Lipgloss aus Österreich. Die Kamera hat wieder keinen Autofokus, deswegen kann ich ihn nicht richtig zeigen. Wie gesagt, der ist aus Österreich von Look by Bipa und es ist die Farbe Twist Orange. Und der hat halt hier so ein Zebra-Muster. Und ist eine coole Farbe, muss ich sagen. Habe ich auch noch nicht. Und er riecht auch sehr lecker. Ich kann jetzt nicht sagen, wonach, aber er riecht lecker. Also er riecht auf jeden Fall nicht irgendwie komisch. Dann habe ich bekommen von der, ich habe es auch schon um, Tasha Tobago, also Natascha, ein Armband. Das haben wir alle bekommen, aber alle in verschiedenen Farben. Das hat sie selbst gemacht, fand ich Wahnsinn. Sind auch genau die Farben so, die ich gut finde. Grau trage ich gerne, schwarz trage ich auch gern. Also genau richtig. Von der Muska 1906. Heißt es eigentlich jetzt Muska oder Muschka? Ich habe keine Ahnung. Natascha, sag's mir. Haben wir alle so einen Guru-Ring bekommen? Natürlich ist er bei meinen. Ich habe da so übelst dünne Finger. Ich bin halt ein sehr schlanker Mensch. Ist er ein bisschen groß. Aber ich kann ihn ja auch auf den Finger tun. Der Nagellack ist übrigens von Cosmetic Cosme und heißt Binocticum oder sowas. Ist auf jeden Fall der Nagellack aus meinem Cosmetic Cosmo Haul, falls ihr wieder fragt. Also der Ring. Dann habe ich von der Sarah, also Wood Green 106. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Muss ich gleich noch holen. Habe ich ein Päckchen Schoko Cappuccino bekommen. Weil Sarah macht ja immer Cappuccino. Ich habe den noch nicht aufgemacht, weil ich erst den anderen leer machen muss, den wir haben. Dann Magic Gums. Ich liebe die, weil die knistern auf der Zunge und die schmecken auch ganz lecker. Dann eine Feuchtigkeitsmaske mit Gurkenextrakt und Shea Butter. Da sind so zwei Stück drin. Und die sind von Müller. Die Firma heißt Cadea Vera. Und ich glaube, das war auch von Sarah, aber ich bin mir nicht sicher. Eine Badeessenz mit Oleoaktivpflege, Austrocknungsschutz. Ist mit Olive, Limette, belebend und stimmungshebend. Na, das kann ich gebrauchen. Und von der Make-up-Zauber, also Claudia, habe ich bekommen einmal dieses Körperöl von Dr. Pierre Rico. Geschmeidig pflegendes Körperöl. Ich habe noch nicht mal dran gerochen, muss ich ganz ehrlich stehen. Man riecht auch irgendwie nichts. Ich will damit jetzt auch nicht hier so rumsprühen. Und ich glaube, das war auch von der Claudia auch ein Badezusatz. Und zwar Badekristalle muskelaktiv mit wertvollem ätherischen Rosmarin, Wintergrün und Wacholderöl. Wohltuend und muskellockernd. Gut, dass wir eine Badewanne haben. So, und jetzt muss ich mal eben noch was holen. Bis gleich. Da ist sie wieder. Also, was ich nämlich vergessen hatte, ich wusste, ich habe was vergessen, aber ich wusste nicht was. Von der Franzi, also der Maumaus, habe ich bekommen zwei Nagellacke. Und zwar sind das diese beiden. Matt Finish, das hier ist Farbnummer 40 und dieser hier ist Farbnummer 36. Von der Firma Fabiola. Ich weiß nicht, wo man die bekommt. Also bei uns habe ich die noch nie gesehen. Ich habe die auch hier mal geswatcht. Den halte ich mal ganz bewusst zu. Also die sind wirklich matt und ziemlich coole Farben. So ein ganz dunkles, bärriges Lila und so ein Grau-Türkisgrau. So, und dann noch diese süßen Herzchenbonbons. Ja. Ich glaube, das war es, aber wie gesagt, schlagt mich bitte nicht, wenn ich was vergessen habe. Ja, zum Tagesablauf, das habt ihr wahrscheinlich in den anderen Videos alles gesehen. Ich war so ziemlich mit die Letzte, die dort angekommen ist.
Weil mein Zug kam um 12:40 am Bahnhof an. Dann musste ich aber im Taxi zum Restaurant. Also ich musste nicht, aber ich wollte, weil ich habe gedacht, bevor ich jetzt stundenlang in der Stadt, ich kenne mich an Frankfurt nicht aus, dieses Restaurant suche, habe ich gedacht, nehme ich mir einfach ein Taxi. Allerdings kannte der Taxifahrer das Restaurant nicht. Also hat er die Straße eingegeben und dann haben wir gesucht, weil als er den Namen des Restaurants eingegeben hat, kam dann eine ganz andere Straße raus. Ja. Dann bin ich halt angekommen mit meinem ganzen Gepäck, dann gab es Essen und dann sind wir in die Stadt und naja, das wisst ihr ja alles, wo wir dann noch waren. Ja, abends sind wir dann wieder zurück ins Hotel und es waren alle Sachen noch da, es war, glaube ich, nichts angerührt. Und wir sind dann nur noch ins Bett gefallen und haben fast gut geschlafen. Ja, ich versuche jetzt mal ein Video oder zwei anzuhängen, die ich gemacht habe in Frankfurt. Und vielleicht noch ein paar Fotos. Ich finde übrigens, ich sehe auf allen Fotos, die ich bis jetzt von Frankfurt gesehen habe, total aus. Ganz ehrlich jetzt. Ich gucke immer so. So ganz komisch. Ich bin irgendwie nicht für Fotos. Ja. Bleibt nur noch zu sagen, ich danke euch allen für den tollen Tag. Ich hoffe, wir können das bald nochmal machen. Und bis bald. Tschüssi. In der Mahlzeit. Wahnsinn.